Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kiesewetter, schön, dass Sie heute Morgen hier sind. Herzlich willkommen. Ich darf ja hier so als letzte Rednerin nun, ich sag mal so, den sogenannten Lumpensammler machen und vielleicht nur noch den einen oder anderen Punkt ansprechen, denn ich glaube, vom Grundsatz her ist so ziemlich alles angesprochen worden, was in irgendeiner Form in diesem Gesetz oder Referentenentwurf drinsteht. Ich will vielleicht noch mal ein klein wenig weiter ausholen, denn warum ist das Ganze überhaupt so wichtig, was wir da machen? Wenn wir darüber nachdenken, was wir im Moment erleben, dass nämlich eine Gesellschaft massiv verunsichert ist durch Globalisierung, Digitalisierung, Veränderung, wahnsinnig schnelle Veränderung. Genau darum ist das wichtig, dass wir uns des Themas einer guten Altersversorgung annehmen und dafür eine gute Möglichkeit schaffen, im Alter versorgt zu sein. Und lieber Herr Birkwald, genau darum ist es so wichtig, dass wir die Rente an sich sichern und nicht dauernd nur darüber sprechen, wie wir das in der gesetzlichen Rentenversicherung machen wollen. Das ist genau das. Wenn ich nach Österreich gucke, sehe ich, was die Österreicher für Riesenprobleme damit haben. Sie suggerieren, ja, die pulvern Steuern da rein und wissen nicht, wie sie es langfristig bezahlen wollen. So geht es definitiv nicht. Das stimmt wohl. Ich habe mit den Kollegen gesprochen. Das ist genau der Punkt. Und das ist etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen den Menschen etwas zusagen, was langfristig auch durchhaltbar ist, was langfristig auch finanzierbar ist. Und deswegen suggerieren Sie ihnen nicht immer das Verkehrte. Wichtig ist uns, dass wir neben der gesetzlichen Rente, Frau Nahles hat es ja am Anfang gesagt, die Basis bleibt die gesetzliche Rente, dass wir eine kapitalgedeckte Rente vernünftig auf die Füße stellen. Die Veränderungen der letzten Jahrzehnte, sowohl zum Teil im Arbeitsrecht als eben auch in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, haben sich stark verändert und deswegen müssen wir da dran. Herr Kurt hat eben ein paar schöne Dinge gebracht, dass man eben aufgrund der Niedrigzinsphase überlegen muss, wie kann man das anders gestalten. Da bin ich sehr dabei. Und das ist genau der Ansatz, mit dem wir da heute rangehen. Ich will einfach nur ein paar Punkte ansprechen und arbeite mich mal so ein bisschen von hinten nach vorne, denn unser Staatssekretär Dr. Meister hat Riester angesprochen. Und das ist für mich zum Beispiel auch etwas. Riester ist kapitalgedeckte Altersvorsorge in der zweiten oder in der dritten Säule. Das kann man ausgestalten, wie man möchte. Wir haben ja zum Beispiel auch einen guten Punkt in unserem Betriebsrentenstärkungsgesetz drin, dass die echte Doppelverbeitragung, nämlich Zahlung von Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträgen in der Ansparphase und in der Auszahlungsphase, dass das abgeschafft werden soll, weil es der Systematik überhaupt nicht entspricht. Ja, Moment, aber es geht doch darum, dass es für alle passt und nicht nur für ein paar. So. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal eine Lanze brechen für Riester. Denn je geringer der Verdienst ist, umso höher ist die Förderung. Und genau an dieser Stelle, finde ich, tun wir Gutes, wenn wir sagen, wir erhöhen die Förderung und wir vereinfachen das Zulageverfahren. Denn das ist häufig das Hindernis. Und wenn wir jetzt die Förderung erhöhen, ist das, glaube ich, an der Stelle schon der richtige Weg. Ich will auch noch einen Satz zu den Direktversicherungsgeschädigten sagen. Sie haben sie eben angesprochen. Und Sie tun so, als wenn es dafür eine ganz einfache Möglichkeit geben würde und als wenn wir so nach dem Motto, Sie tun jetzt hier in diesem Gesetz nichts für die Direktversicherungsgeschädigten. Das, was wir in diesem Betriebsrentenstärkungsgesetz tun, ist für die Zukunft. Wenn wir über die Direktversicherungsgeschädigten sprechen, Sie haben über das Jahr 2004 gesprochen, dann wissen Sie so gut wie ich, dass alles das, was seither passiert ist, die Dinge ja nicht einfacher gemacht hat. Seien Sie versichert, und Herr Kiesewetter weiß das, dass wir da auch im Austausch sind, was kann man denn überhaupt tun, um ein System, was 2004, ich sag mal, einen Schlag von der Seite gekriegt hat, was aber schon vorher so vielfältig war in seinen Bedingungen, was Sozialversicherungsbeiträge, was Steuerbeiträge und so weiter angeht, wie man das in Ordnung bringt, das ist keine Sache, die ich von heute auf morgen erledigen kann und die zum Beispiel so ein Betriebsrentenstärkungsgesetz zu Fall bringen darf. Wir versuchen, eine Lösung zu finden, die in der Systematik vernünftig ist, um nicht neue Ungerechtigkeiten aufzumachen. Aber das ist kein Teil dieses Gesetzes. Ich bin ja bei Ihnen, dass wir, wenn wir die betriebliche Altersvorsorge wirklich stärken wollen,
die Systematik für alle passend haben müssen. Aber wir dürfen nicht das eine mit dem anderen vermengen und so tun, als wenn wir das eine nicht machen könnten, ohne dass wir uns mit dem anderen beschäftigen. So. Das nächste ist der Punkt Garantien. Garantien sind heute eine Zwangsjacke für die Chancenverwertung. Und genau an dieser Stelle, finde ich, muss man das auch sehen, dass man auf der einen Seite sagt, wir wollen mehr Freiheit in der Chancenverwertung geben, weil niemand von uns kann über 40 Jahre abschätzen, wie sich die Situation entwickelt. Und über den Lauf von 40 Jahren haben wir immer Tiefphasen und Hochphasen gehabt. Dafür brauchen wir einen Ausgleich. Den kriegen wir auch im Sozialpartnermodell. Wir wollen ihn auch außerhalb des Sozialpartnermodells. Aber wichtig an der Stelle ist, dass wir die Chancenverwertung nicht nur bei denen lassen, die privat sparen können. Die haben dann mehr Chancen, die haben am Ende noch mehr. Wir müssen doch die Chancen für alle gleich machen, gerade in der Altersvorsorge. Und an dieser Stelle müssen wir eben weiterarbeiten, dass wir Chance und Kontrolle für gerade die Menschen, die wenig verdienen, vernünftig gestalten und dass wir an der Stelle da auch aufpassen, dass es gut funktioniert. Wichtig ist mir noch mal zu sagen, meine Zeit ist schon wieder abgelaufen, dass wir gerade für die Menschen, die wenig verdienen, eine gute Lösung auch in der kapitalgedeckten Altersvorsorge schaffen wollen und dass wir nur ein Nebeneinander von umlagefinanzierter und kapitalgedeckter Rente im Alter wirklich Wohlstand im Alter schafft und dass wir mit diesem Signal, dass wir, wer ein Leben lang gearbeitet hat und selbst vorgesorgt hat, dass der im Alter auch gut abgesichert ist, dass wir dieses Versprechen des Sozialstaats wieder auf vernünftige Füße stellen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Damit schließe ich diese Aussprache.